Scheiß. Kann man den anhalten? Mann, mach doch mal langsamer hier. Wo ist denn anhalten? Das ist nur anhalten, oder? Ja, zu spät wieder. Mann! Das gibt's nicht, ey. Dreckszugeländiger. Flip aus hier. Scheiß elendiger Zug. Ich presse dich in die Schrottpresse. Gibt's noch einmal sowas, ey. Was für eine Missgeburt dieser Zug. Da hinten muss das anhalten. Und die anderen hier, ey. So schnell kannst du gar nicht tippen, ey. So ein elendiger Scheißdreck, ey. Ja, die brauchen gewaltig. Da kommt der nächste, ey. Kannst nur mit Pause arbeiten, ey, sonst geht das nicht. Diese Arschgeburt muss ich anhalten, ey. Du kannst hier einfach nichts abreißen, wenn du kein Geld hast. Und ohne dass ich das abreiße, werde ich nie Geld kriegen, weil es nicht geht. Das ist ganz einfach erklärt. Das ist ein Riesenproblem. Ich kann die gerade nur so anhalten hier. So, jetzt kann er weiterfahren. Und wenn ich das jedes Mal händisch mache, dann würde es funktionieren. Aber da kann ich die ganze Zeit jetzt da sitzen. Wir haben jetzt 5 Ingame-Jahre hier verbraucht. Und ich bin 10 Millionen minus, als wie vor diesen 5 Ingame-Jahren. Also bei minus 30 ist gelaufen, dann scheiß ich drauf. Das mache ich nicht ewig mit. Das ist sinnlos. Ich mache hier nicht einen Türsteher 30 Jahre lang. Das ist sinnlos. Ehrlich. So eine Scheiße. Das braucht gewaltig Patches. Ich glaube, der nächste Trottel wahrscheinlich da hinten. Wo ist denn der Depp? Ja, hier ist er. Hier haben sie zwei Dinger, das sind jetzt Probleme. Das nervt sowas. Und natürlich wirst du nie Plus machen, wenn die sich gegenseitig blockieren. Das ist einfach ein Riesenproblem. Das Potenzial hier wird nicht ausgeschöpft. Das ist schon wieder weniger wie mehr, weil die natürlich nicht abgeholt werden. Kann ich ja wohl nachvollziehen. So, den Zug kann ich gleich wieder aufhalten da. Nachher, sonst wird es wieder nicht funktionieren. Wo ist die dumme Sau? Also sowas nervt, ey. Die fahren dreimal hin und her teilweise. Das muss es mal geben, ey. Wie Türsteher kannst du hier machen? Also sowas geht mir am Arsch, ey. Das ist einfach sinnfrei. Muss ich genau diesen Blickwinkel, was ich jetzt habe, die ganze Zeit lassen? 15 Jahre oder was weiß ich wie lang? So, jetzt muss ich den schon wieder stoppen, sonst wird das nichts. Jetzt kann er weiterfahren. Glaube ich zumindest, oder? Ja. Ist das eklig, ey. Nachher geht's eh von alleine. Ich muss nur das... Nee, Blödsinn. Ich muss das, das und das weg. Das sind 500 nicht mal Investitionen. Wenn ich das mache, ist alle Probleme gelöst. Kann ich aber nicht machen, weil ich kein Geld habe. Eklig. Ekelig. Einfach ekelerregend, ey. Scheiße sieht's aus, Kralle. Das Game braucht einen solchen derben Patch. Zum Beispiel für sowas da. Das müsste man einfach zum Beispiel, dass man das, zumindest die Signale, dass man die entfernen kann, wenn man sie nicht mehr möchte. Ich sage nicht, dass ich hier groß baue, wenn ich kein Geld habe. Sage ja nichts. Aber dass man Signale zumindest entfernen kann. Ich kann die nicht entfernen einfach. Und das ist ein Riesenproblem. Solange ich die nicht entfernen kann, wird es nämlich nicht funktionieren. Das ist echt scheiße, sowas. Ich komme aus dem Minus hier nicht raus durch so einen Blödsinn. Und ich konzentriere mich nur auf diesen Schwachsinn. Das heißt, ich sehe ja nicht mal, was die anderen so machen. Ich kann nichts, statt erweitern, konzentriere mich 6 Ingame-Jahre jetzt auf diesen Schrott hier. So wird das nichts. Ich weiß nicht, was die Bäckerei oben macht. Die Straßenfahrzeuge machen teilweise auch Minus, aber das ist nicht so viel. Bäckereibus macht Minus, ja, das ist okay. Getreide macht Minus, aber ich habe keine Zeit, dass ich raufschaue. Einfach. Dämlich, ne? Aber es ist wirklich nur das Problem hier. Die drei Dinger sind das Problem, dann mache ich plus. Und da heißt es jetzt noch 5, also 10 Ingame-Jahre braucht man, um das zu reparieren wahrscheinlich. Und wir schauen nicht, dass wieder so ein Depp hier reinkommt. Hier, hier ist frei. Die blockieren sich einfach gegenseitig, das ist das Problem. Kann einbahnen, zum Beispiel hier eine Lösung wäre auch, eine praktische Lösung, ja, wenn sie schon meinen, es kostet was, wäre Einbahnverkehr ja, nein, plus Abschalten des Signals, wenn hier möglich ist, dass das Signal praktisch nicht vorhanden ist, dass es nicht beachtet wird,
Das machen sie auf der Autobahn auch, wenn wo Schilder sind. Sie decken sie zu bei einer Baustelle, oder? Einfach Disabled-Funktion rein und die Probleme sind gelöst. Ist ganz einfach. Ja, aber sind sie zu doof dazu, das merke ich schon. Echt. Ja, das Ausweis... Nee, ich brauche keinen Ausweis gleich. Ich brauche nur die drei Dinger hier weg, weißt? Das Problem ist, ich kann sie nicht weg, weil ich kein Geld habe. Also das ist ein Kreislauf. Du wirst kein Geld kriegen, weil du es nicht weg kannst. Und du kannst das nicht weg, weil du kein Geld hast. Das ist einfach ein Kreislauf. Ich bin die ganze Zeit hier bei 23 Mille minus, so ungefähr 21 Mal hin und wieder. Wird nicht mehr, wird nicht weniger. Was könnte ich noch machen? Ich habe keine Ahnung. Könnte, hier müsste die Produktion ein bisschen raufgehen. Die geht jetzt auch rauf. Soweit haut's hin. Im Moment haut's ja hin, weil die Züge schön verteilt sind. Aber ich muss das überwachen. Wenn die einmal stehen, machst du schon kein Geld mehr. Das geht ganz zackig. Der liefert jetzt 1,5 Milliarden ab ungefähr. Ja, 1,2. Man kommt schon vorwärts, aber langsam. 6 Ingame-Jahre sind jetzt ungefähr vergangen, seitdem ich draufgekommen bin auf das Problem. Wenn der die Produktion hier erhöht, geht's. Der hier steht Vergrößerung. Also ich hoffe, er macht's. Boah, das bringt dich zum Flippen, echt. Nicht lustig, sowas. Im Moment sind die Züge so, dass es geht, ohne dass sie sich gegenseitig blockieren. Aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Weil wenn einer blockiert, blockieren alle. Wenn die beiden sich blockieren, können die auch nicht mehr durch. Voll ekelhaft. So, jetzt sind wir auf 21 Mille minus. Wir waren schon mal auf 25 übrigens, ne? 26 sogar. Also im Moment geht's. Echt, was die manche Hersteller denken, ne? Probieren die das nicht? Die probieren, ob ein Zug fährt wahrscheinlich. Ja, das Spiel funktioniert. Da hat aber niemand was davon. Wieder 22, wieder 21 minus. Wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig irgendwie. Wir kommen auf keinen grünen Zweig, hey. Ist ekelhaft. Es ist sehr mühselig. Detroit 2x30. Thanks for the follow. Willkommen im Wir ärgern uns hier zu Todesstream. Ist ja wirklich so. Also, ich betone es. Du kannst das Spiel nur spielen, wenn du es dir kaufst. Plus, du gehst in die Apotheke und holst dir eine schöne, fette, große XL-Flasche Baldrian. Dann läuft's. Vielleicht noch ein paar Herztropfen dazu, das tut auch ganz gut. Aber solltest du schwache Nerven haben oder herzkrank sein, vermeide dieses Spiel zu spielen. Guter Tipp. Ich habe neben mir einen Defibrillator, ich kann es spielen. Also falls was ist, dann läuft's ja. Ist ja wirklich so. Wirtschaftlich super, aber hey, es liegt an diesen drei Dingern hier, ohne Scheiß. Ich könnte die abbauen mit 500 Geld. Mehr brauche ich nicht. 21 minus, ich glaube, wir kommen aus dem Minus nicht raus. Das Problem ist, mit jedem Jahr werden die Betriebskosten höher. Das heißt, ich verdiene auch immer weniger. Das ist echt so ein Kettenkreislauf, ja. Produzieren tun die ja sauber, das läuft. Schauen wir mal. Produktion, kein Potenzial hier. Wieso ist kein Potenzial hier? Lol. Wieso habt ihr kein Potenzial? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt Potenzial. Und wie ihr Potenzial habt. Hat die Stadt genug davon oder was? Wieso ist da kein Potenzial? Boah, die Stadt erweitert sich aber sauber. Bus, würdest du weggehen, wenn ich die Stadt sehen will? Danke. 1370, sie ist größer geworden. Da ist sehr wohl Potenzial. Was ist denn das für ein Blödsinn? Lol. Schreibt ihr mir, es ist kein Potenzial? Oh, da kommt schon wieder ein gefährlicher Zug. Geht sich aber aus. Knapp. Die hätten schon wieder zusammenfahren können, die zwei Deppen da. Da ist schon wieder knapp. Also man sieht, man muss die Züge hier beobachten. Ich komme aus dem Minus trotzdem nicht raus.
So, wie sieht's denn da oben jetzt aus? Das Potenzial ist schon wieder runtergegangen. Ich frage mich nur, wieso. Wie viel hast denn du? 38 Liter. Halleluja. Das ist viel zu wenig. Was hast denn du geladen? Null? Ach so, warte mal, das ist Baumaterialien. Okay. Du? Auch null. Ich schick den ins Depot, das bringt's ja sonst nicht. Geh mal ins Depot. Vorläufig einmal, ne? Dann habe ich auch das Problem nicht mehr, dass die da zusammenfahren. Allerdings wird sie das da oben nicht vergrößern, so. Das weiß ich. Können wir sie einen Blick lassen. Ich komme vom Minus nicht runter. Was ich noch machen könnte, ist einen Zug verkaufen. Aber der bringt mir auch nur 6, 8 Mille Einnahmen. Mehr bringt man denn nicht. Im Moment brauche ich den Zug ja nicht, ne? Das könnte ich nur machen, ansonsten fällt mir nichts ein, du kommst hier nicht runter vom Minus. So ist der im Depot drin. Also, wir könnten einen Steinzug verkaufen, das mache ich auch, es bringt eh nichts. Wie viel haben wir gekriegt? 5, 6 Millionen irgendwas. So komme ich runter vom Minus zumindest. Aber ob das so sinnfrei war, So, wie sieht's da oben aus mit unserem Brötchen? Ja, das läuft. Komm, zeig mir die Stadt, nicht die scheiß LKWs. So, weg da mit der Grafik. Ah, das geht. Brötchen haben sie genug. Wie sieht's denn hier aus mit Brötchen? Hier warten schon viele Brötchen. Hier warten an der Bushaltestelle sehr viele Leute. Also das funktioniert. Vancouver, wie geht's dir? Bus, ich will niemand sehen. Ich will die Stadt. Läuft. Wie ist hier das Potenzial? Megamäßig. Ups, verklickt. Megamäßig. Was? Minus? Wollt ihr mich verarschen? Das ist auch ein geiler Bug übrigens, den habe ich schon öfters begabt. Minus 2 Milliarden Minus. Läuft, ne? Ist ein sehr hohes Potenzial, das müsste sich aber gleich wieder stabilisieren, was ich aus Erfahrung weiß. Also ein bisschen verpackt ist es noch. So, wie sieht's hier aus? Da haben wir ein großes Potenzial. Auch 2 Milliarden Minus. Geiles Potenzial. Da geht dir einer weg. Also, das haut hin. Das haut auch hin. Da muss man nur um diesen Steinblödsinn hier kümmern. Wenn das mal läuft, dann läuft's. Aber das muss mal laufen, das ist das. Das Potenzial ist einfach zu wenig. Und ich glaube, zwei Züge sind auch zu wenig, das ist das Problem. Der ist auch so ein uralter Zug, wie alt ist denn der? 47 Jahre, holy shit. What? Dass der überhaupt noch fährt, hä? Potenzial habe ich, das ist nicht das Problem. Aber wir werden dann immer ins Plus kommen. Nee, es ist auch nicht zu gewinnen, nicht so. Wenn du ein einziges Mal einen Fehler machst, und den habe ich gemacht, einmal, dann bist du eigentlich ziemlich im Arsch. Es war nur ein einziger Fehler, wir haben die ganze Zeit Plus gemacht, wie Sau. Ja, die Fehler im Teil 2 sollten sie verbessern, da gebe ich dir recht. Ich selber muss dazu sagen, Teil 1 habe ich nicht gespielt. Aber ich kenne es sehr wohl, ich habe mir ein bisschen informiert, ne? Weil es mich interessiert hat. Im Teil 1 war es noch fehlerhafter, aber Teil 2 ist halt ein bisschen brutal, ne? Also das mit den 2 Milliarden Minus, ich schaue mal rauf, ob sie das inzwischen gegeben hat. Potenzial minus 2 Milliarden. Ja, jetzt stimmt's wieder. Das ist natürlich auch lustig, ne? Das hat jetzt nicht keine Auswirkung, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich lustig, ne? Ich muss diese drei Dinger, also mit zwei Zügen geht's, ja. Aber sollte ich einen dritten Zug haben, muss ich die drei Dinger weg. Jetzt habe ich eh keinen dritten mehr, weil ich den verkauft habe. Vielleicht kriegen, ich lasse mal so rennen, wenn es in 10 Minuten nichts wird. Also wir haben jetzt hier,
Ja, 2 Jahre noch ingame bis 2005, dann habe ich 10 Jahre hier rumgespielt und wenn es dann nicht zumindest mal Richtung Plus geht, dann wird das auch nichts mehr. Ich kann nicht modernisieren, das heißt, die Fahrzeuge werden älter, sie kosten immer mehr. Das heißt, du hast immer mehr Kosten, nicht immer weniger. Ich wüsste auch nicht, wie das stabilisieren soll. Ich kann auch keine Züge mehr verkaufen, weil dann habe ich keine Züge mehr, das bringt mir auch nichts. Krieg schon wieder immer mehr Minus statt immer weniger. Kommst du auf keinen grünen Zweig hier. Also das Szenario kannst du eigentlich schmeißen. Wüsste nicht, wie man das schaffen soll. Wir haben so viel Plus hier gemacht und auf einmal haut es überhaupt nicht hin. Das kannst du nicht machen. Ich meine, ich muss denken, da musst du nur 4, 5 Verbindungen machen, ja, damit du hier Maschinen liefern kannst. Brauche ich so extreme Teile. Ich muss Stahl produzieren, das kriege ich nur hin. Und das Schwierige ist, ich muss von da oben runter Mais oder Weizen halt, ne? Und dann kriege ich Plastik. Beziehungsweise Öl. Ja? Und dann kriegst du Plastik. Jetzt ist die Frage, Öl und Weizen oder Öl oder Weizen? Weil nur mit Öl alleine geht es ja gerade noch. Ja? Da muss ich aber von da das Rohöl nach da. Da kriege ich Öl. Von da muss ich das Öl dahin. Und von da muss ich das Plastik dahin. Plus, ich muss das Eisen von hier zur Stahlfabrik hier. Plus die Kohle von hier zur Stahlfabrik hier. Und dann das Stahl von hier daher. Und dann kriege ich Maschinen und dann muss ich die Maschinen von hier hierhin. Das ist die Lösung. Nachher kann ich die Maschinen in eins Dorf. Also ihr seht, der Aufwand ist gigantisch. Für diesen Aufwand, schätze ich persönlich, bräuchte ich 30 Millionen, dann kann ich es machen. Nehmen wir mal an, ich mache nur LKWs. Könnte man tun. Ist ein bisschen schwierig, ja. Dann muss ich aber zumindest die LKWs kaufen. Also ich sage mal, unter 15 Millionen ist das nicht machbar, was ich gerade gesagt habe. Das geht nicht. Also 15 Mille brauchst du. Zumindest für den Ankauf der LKWs. Ich muss ja nicht gleich 10, 20 kaufen. Ich muss ja nur die Mission erfüllen. Kann ich aber nicht erfüllen, ich brauche ja ein paar LKW. Und ich muss eine Straße bauen. Ja, ich muss ja das irgendwie hier runterbringen. Gut, hier ist eine Straße, das geht nur. Die könnte man nützen. Da muss ich nicht extra darüber. Das wäre nur okay. Ja, so. Aber ich muss auch die Kohle. Ja, theoretisch geht es über Straßen. Okay, das könnte man machen. Da müsste man hier... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.